Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nachteulen-Orakel. Ja, schön, dass du deinen Weg heute Abend hierher gefunden hast. Vielen Dank für dein Hiersein und bei mir sein. Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen überwältigt, was hier in den letzten Tagen auf meinem YouTube-Kanal passiert. In dem Sinne ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Ihr seid echt der Wahnsinn. Wo kommt ihr alle her? Ich freue mich total. Dankeschön. So. Ja, was machen wir heute Abend? Wir schauen einfach mal, was uns die Karten so sagen wollen. Ich habe mir für das heutige Video kein Thema überlegt und dann gucken wir mal, wohin uns die Reise führen wird. Wie immer findest du alle Infos zu mir, meiner Person und den Karten, die ich benutze, unten in der Infobox unterhalb des Videos. Und wenn du magst, kannst du da ja mal reinklicken. So, also schauen wir mal weiter. Was dürfen wir hier heute Abend wissen? Wir nehmen drei davon. Na, das sind aber ein bisschen viele. Moment. So, eine dritte hätte ich gerne noch. Maximal eine vierte. Liebes Universum, was darf ich meinen Zuschauern heute Abend sagen? Okay. Die Karte der Berge ist tatsächlich noch nicht sehr oft rausgefallen. Das ist interessant. Okay, eine neue Energie zeigt sich an. Herausforderungen lassen dich wachsen, auch wenn der Weg steinig ist. Gut, schauen wir mal weiter. So, wie immer ist dies hier eine Kollektivlegung. Bedenk das bitte, die Kartenlegung kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Es kann sein, dass hier nur gewisse Aspekte mit dir und deiner Situation übereinstimmen werden. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir sind viele Leute und wer weiß, für wen es gerade die richtige Botschaft ist. So. Okay, so, wo gehen wir weiter? Moment, wir nehmen hier noch ein paar Karten. Dann schauen wir mal. Also, was sich jetzt schon anzeigt, ist Folgendes. Wir haben es hier mit einem Problem zu tun, was eventuell mit deiner Familienstruktur zusammenhängt. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, dich wirklich an ein großes Problem heranzuwagen. Vielleicht hast du Verstrickungen oder negative Verhaltensweisen adaptiert, angenommen aus deiner Familie, ohne es überhaupt zu merken. Und es ist jetzt an der Zeit, diese alten Blockaden und Hindernisse ein für alle Mal hinter dir zu lassen. Die Karte hier sagt aus, es ist an der Zeit, das Alte loszulassen und es gibt eine Lösung für dein Problem. Denn das, was dir jetzt vielleicht wie eine Blockade, eine Hürde oder ein Problem erscheint, kann in Wahrheit ein Familienkarma sein, eine familiäre Verstrickung, ein Ahnenthema. Viele Energien, die zurzeit abgelöst werden dürfen, sind Generationsprobleme. Und es geht dabei immer wieder darum, tief in dich hineinzuschauen, was du, welchen Ausdruck du selber mit in die Welt gebracht hast und welchen Ausdruck du von deinen Ahnen übernommen hast. Ob du es nun genetisch sehen magst oder auf der energetischen Ebene. Hier ist auch deine Kreativität gefragt. Um dieses Problem vielleicht zu lösen, solltest du einen kreativen Umgang finden. Zeichne, male, denke und handle auf schöpferische Weise. Vielleicht musst du einen Ausdruck finden, wie du das, was da in dir als Blockade im Weg steht, sichtbar machen kannst. Vielleicht hast du auch Lust, ein Lied zu schreiben oder ein Tagebuch zu beginnen oder dich tatsächlich mit deiner Familiengeschichte auseinanderzusetzen, indem du Familienmitglieder mal nach ihrer Meinung fragst, wie sie gewisse Dinge wahrgenommen haben. Oftmals merken wir in Familien, dass Geschwister zum Beispiel die Kindheit ganz anders wahrgenommen haben als die anderen Geschwister. Also es kann sein, ihr seid im selben Haushalt aufgewachsen, ihr habt die gleichen Eltern, ihr seid sozusagen vor die gleichen Grundvoraussetzungen gestellt worden, aber jeder hat das anders erlebt aufgrund seiner eigenen individuellen Eigenschaften, die hier mitgebracht wurden. Diese Karte des versteckten Segens sagt Folgendes: Was dir wie ein Problem erscheint, ist in Wahrheit Teil der Antwort auf dein Gebet. Du wirst die Gründe hinter deiner gegenwärtigen Situation verstehen, indem sich bald alles zum Besten wendet. Vertraue auf den Schutz und die Weisheit der himmlischen Mächte, deine Gebete auf wunderbare Weise zu beantworten. Also spüre wirklich tief in dich hinein, ob es jetzt etwas gibt, was du lösen darfst,
Und was jetzt vielleicht, wie gesagt, wie ein Problem erscheint, kann in ein paar Tagen, Wochen oder Monaten ja wie eine Initialzündung wirken, so wie ein Knackpunkt. Etwas, was du erst in der Retrospektive wirklich annehmen kannst. Es mag jetzt wirklich schwer, kompliziert und anstrengend erscheinen, aber es gibt anscheinend einen Weg, das tiefer liegende Problem zu überwinden. Aber du wirst diese Etappen auf dieser Bergbesteigung gehen müssen und du wirst auch von diesem Berg wieder runterkommen müssen irgendwann. Wie kannst du das machen, indem du vielleicht einfach versuchst, dich mit deinen kindlichen Energien zu verbinden? Geliebtes Wesen, es ist an der Zeit, die Arbeit ein Weilchen beiseite zu legen. Mach dir keine Sorgen. Wir werden dir helfen und dafür sorgen, dass du deine Verpflichtungen erfüllst. Verspieltheit, Fröhlichkeit und Lachen wird deine Energie erhöhen, damit du mit einer frischen Sichtweise und heiterer Energie an deine Arbeit zurückkehren kannst. Also geh auch nicht zu verbissen in diesen Transformationsprozess. Nicht so unter dem Motto, ich muss jetzt meine Ahnenthemen lösen, ich muss jetzt das rausfinden, ich muss, ich muss, ich muss. Nein, sondern spüren dich hinein und sag dir, ich darf jetzt diese Gelegenheit beim Schopfe packen und ich darf jetzt hier in die Heilung gehen. Und ja, nimm dir all die Zeit, die du dafür brauchst. Gucken wir nochmal in das Engel-Therapie-Orakel, ob wir hier einen ganz konkreten Hinweis noch kriegen, außer der Verspieltheit und der Kreativität, wie man diese Situation vielleicht einfach überwinden lernen darf. Oh, das sind aber viel zu viele. Das sind, glaube ich, 7 oder 8 Karten, wenn ich das hier so grob überfliege. Nein, das wollen wir nicht. Moment. So. Da. Na, ihr lieben Karten, wollt ihr heute Abend nicht so ganz? Mischen wir euch nochmal ganz durch und gucken wir mal. Wir hätten gerne 1 oder 2 Karten hier, die uns vielleicht sagen, was die Engel dazu sagen. Eine Karte, Moment. Nehmen wir noch eine zweite. Kriegen wir noch eine zweite? Ja, im hohen Bogen. Okay, das mit viel Wumms. Schauen wir mal. Erstmal haben wir hier das Basischakra. Also hier muss tatsächlich etwas von der Wurzel an aufwärts wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Achte auf positive Gedanken, um dein Zuhause, deinen Beruf und deine finanzielle Situation zu beschreiben. Denn die Worte entscheiden über das Ergebnis. Wieso war das jetzt gerade so schwer, das rauszubringen? Vielleicht bist du in einer Art oder auf dem Weg dahin, in eine Opferrolle zu verfallen. Was man sagen könnte, ist, dass du vielleicht erkannt hast, dass es ein Problem gibt, du siehst aber nicht, dass es eine Lösung gibt. Aber die Lösung in diesem Falle wäre, das Problem erst einmal loszulassen und zu sagen, ich bin hier nicht das Opfer meiner Umstände, sondern ich bin hier inkarniert, um herauszufinden, welche Erfahrungen ich machen kann, um seelisch zu wachsen. Und das ist diese zugrunde liegende Basis von allem. Das muss nicht schwer und anstrengend sein. Das ist ein Glaubenssatz, den du vielleicht aufgebaut hast, weil du dir glaubst, diese ganzen schlechten Dinge, die dir passiert sind, die drücken dich einfach nieder und du kommst da nicht raus. So nach dem Motto, das war bei uns schon immer so. Was passiert, wenn ich mich dagegen stemme? Was ist, wenn ich das schwarze Schaf der Familie bin? Oder keiner mag mich, ich bin so traurig, meine Familie wendet sich von mir ab. Warum ist das so? Na, diese Fragen könnten aufkommen. Aber dieses Problem wirst du hinter dir lassen in dem Moment, wo du sagst, gut, ich akzeptiere, wie es ist und gehe jetzt einen Schritt tiefer und finde meine ganz persönliche, kreative, verspielte Ausdrucksform und achte auf meine positiven Gedanken und Worte, damit ich einfach wieder in meine Mitte zurückfinde und erkenne, wer ich selber bin. Und hier ist Erzengel Raphael. Der Engel der Heilung ist bei dir und hilft dir bei deiner Arbeit. Also du bist da überhaupt gar nicht allein gelassen oder musst dich da irgendwie grämen, sondern im Hintergrund, in den höheren Sphären, der Engel ist hier bereits ganz viel Heilung aktiv. Dieser Umstand, dass du ein Problem erkannt hast, ist bereits Teil der Heilung. Du darfst dich darauf verlassen, dass es jetzt an der Zeit ist, einen Schritt tiefer zu gehen. Aber mach es dir nicht zu schwer. Lass dich nicht dazu verführen zu glauben, nur weil es ein Problem gibt, müsste die Problemlösung ebenfalls anstrengend und schwierig sein. Schauen wir mal es in das Orakel der himmlischen Fülle. Welche Fülle oder welche Art von Fülle wird dann vielleicht als versteckter,
Segen empfunden, gucken wir mal. Also wir haben schon einmal die Karte Lass Schuldgefühle los. Vielleicht kannst du dir selber nicht vergeben, weil du vielleicht in deiner Familie auch etwas getan hast, was zwar den Familienstrukturen entspricht, aber dich selber nicht glücklich macht. Vielleicht hast du deine eigenen Kinder auch so erzogen, wie du erzogen worden bist und jetzt tut es dir leid. Was haben wir denn hier? Wenn du dir gestattest, dein Licht hell strahlen zu lassen, inspirierst du damit andere. Vergib dir selbst für das, was du deiner Meinung nach getan oder nicht getan hast und vertraue darauf, dass Gott dich bedingungslos liebt, so wie du bist. Lerne aus vergangenen Fehlern und wachse, anstatt dich selbst deswegen zu schelten. Genau. Wachse daran, besteig den Berg und vergib dir vor allen Dingen selber auch großzügig dir und anderen, damit da keine weiteren karmischen Prozesse weitergeführt werden, die du dann wiederum an deine Ahnen überträgst. Dann haben wir hier noch die Mentalität der Fülle. Wenn du dir Fülle als etwas vorstellst, das in der Zukunft passiert, wird sie immer einen Tag entfernt sein. Siehe, fühle, denke und spreche von Fülle als etwas, das du bereits in diesem gegenwärtigen Moment besitzt und genau das wirst du auch erfahren. Und ich glaube, du wirst ganz viel Fülle in dir selber finden, weil du bist schon sehr spirituell, du bist schon auf dem richtigen Weg zu erkennen, dass alles, was du tust, eine Auswirkung hat. Und dieses bewusste Sein, das fehlt vielen Menschen. Und das ist auch der Historie geschuldet, aus der wir kommen. Viele Menschen mussten sich in den letzten 80 Jahren davor verschließen, ihre Gefühle zu fühlen, weil sie sonst daran zerbrochen wären. Wir sind jetzt an einem Punkt, als die jüngere Generation, das aufzulösen und diese karmischen Verstrickungen und diese Schuldgefühle, auch die vielleicht unsere Ahnen hatten in Bezug auf ihre Geschichte oder auf die Geschichte um sie herum, jetzt aufgelöst werden dürfen. Hier darf Heilung geschehen. Wir nehmen noch eine Karte aus dem Engel-Orakel für jeden Tag. Und dann möchte ich das für heute auch so stehen lassen. Und ich hoffe sehr, dass die Kartenlegung dir den ein oder anderen hilfreichen Impuls gegeben hat, jetzt nochmal zu dir selber zu finden. Dann haben wir die Hochzeit oder die Hochzeit. Denn das, was hier passiert, ist tatsächlich eine energetische Hochzeit. Wir dürfen lernen, jetzt uns hochzuschwingen, den Berg zu besteigen. Und hier haben wir die Nachricht, eine Hochzeit ist die Verbindung zweier Seelen, die sich in Liebe gegenseitig, Respekt und Hingabe vereinen. Sie zeigt den Wunsch an, im Laufe der Zeit die Liebe zu vertiefen. Dein Hochzeitstag ist ein Zeugnis für deinen wohlbegründeten Glauben an die Macht der Liebe. Achte darauf, diesen Glauben und die Liebe allzeit lebendig zu halten, geliebtes Wesen. Du sollst allzeit bereit sein, die Fülle im Hier und Jetzt schon anzuerkennen. Dein Gefühlsreichtum, dein Bewusstseinsschatz, deine Lernerfahrung, das nimmt dir keiner mehr. Ganz gleich, wie schwierig und unüberwindlich jetzt dieses Hindernis erscheint, lass dir gesagt sein, dass du bereits all das, was du brauchst, bereits in dir trägst. Und sofern du bereit bist, dein Herz immer wieder für die Fülle zu öffnen und dir selber zu vergeben und in liebevoller, empathischer und mitfühlender Art und Weise dich selber in diesem Prozess zu begleiten, umso besser wirst du dich fühlen, und zwar Tag ein, Tag aus. Das Leben ist nicht immer nur schön und das Leben besteht nicht immer nur aus Friede, Freude, Eierkuchen. Aber du kannst zumindest sehen, dass du alle Zutaten für diesen Eierkuchen bereits in dir trägst. Aber du wirst schon selber die Rührschüssel in die Hand nehmen müssen und du wirst dich selber darum kümmern müssen, dass dieses wundervolle Gericht, das dein Leben darstellt, irgendwann auch schmackhaft fertiggestellt wird. Und im Prozess sieht das vielleicht alles ziemlich matschig und schleimig und nervig aus, aber wenn du fertig bist, wirst du dir sehr dankbar dafür sein, dass du nicht aufgegeben hast, denn was dir wie ein Problem erscheint, ist in Wahrheit Teil der Antwort auf dein Gebet. Du wirst die Gründe hinter deiner gegenwärtigen Situation verstehen, indem sich sehr bald alles zum Besten wenden wird. Vertraue auf den Schutz und die Weisheit der himmlischen Mächte, deine Gebete auf wunderbare Weise zu beantworten. Und wenn dir das Universum alle Zutaten gegeben hat und eine Pfanne gegeben hat, dann sei doch jetzt reif genug und erfahren genug, diesen Teig anzurühren und ihn zu braten und dann dein Mahl zu genießen, sobald du bereit bist dafür. Lass dir nicht einreden,
dass du Schwierigkeiten dabei haben wirst. Du darfst dir Hilfe holen, du darfst ein Rezept lesen, du darfst dir ein Erklärvideo anschauen, wie man diese Zutaten richtig vermengt, welche Mengen man braucht oder wie es gehen könnte. Hol dir Inspiration und vor allen Dingen gib nicht auf. Lass dich durch kleinere Rückschläge, zum Beispiel durch ein bisschen Eierschale, die mit in die Rührschüssel gefallen ist, nicht aufhalten. Geh rein, nimm die Eierschale wieder raus, leg sie zur Seite und mach weiter mit dem, was du machst. Lass dich von kleinen Unwidrigkeiten und Stolpersteinen auf dem Weg nicht davon abhalten, zu deinem höchsten und vollsten Potenzial dich aufzuschwingen. Es ist alles gut, es bleibt alles gut und am Ende ist alles gut. Du wirst es sehen, es wird ein wundervolles, schmackhaftes Erlebnis werden. Du wirst hier alte Strukturen brechen können und vielleicht kreierst du so noch etwas ganz Neues, was vorher noch nie jemand so zusammengerührt hat und es wird das allerbeste Leben, das du dir jemals hättest vorstellen können. Ich wünsche dir alles Gute dabei, hab ein wunderschönes Wochenende und dann bis morgen früh. Tschüss!